Ein junges Land wird 60, Israel. Nächstes Jahr in Jerusalem beten Juden seit Jahrtausenden. 1948 war es soweit. Grund zum Feiern? Jerusalem war schon immer seine Heimat. Dani Angel, ein Jude aus Palästina. Ob Jude oder Araber, alle sind bis 1948 Palästinenser. Und so spielte der Araber Abu Issam als Junge mit jüdischen Nachbarskindern. 1948 aber jubelten nur die Juden, endlich ein eigener Staat. Eine jüdische Heimat für Esther Eisen, die Auschwitz überlebte. Der zionistische Traum wird wahr, für Pioniere wie Simon Baumann. Der Berliner Junge war vor den Nazis geflohen. Nun sind die Palästinenser auf der Flucht. Doch wer ist schuld an ihrem Schicksal? Saada Suleiman wartet seit 60 Jahren auf ihre Rückkehr. Fünf Menschen, fünf Schicksale. Ein kleines Land und seine große Geschichte. Doch wo fängt sie an? Beginnen wir mit Abu Issam. Seine Familie lebt seit Generationen hier. Sie haben Herrscher kommen und gehen sehen und sich arrangiert. Heute hat Abu Issam, der Araber, einen israelischen Pass. Als Israel gegründet wurde, war er 10 Jahre alt. Als wir Kinder waren, mussten mein Bruder und ich auf dem Markt arbeiten, um unseren Eltern zu helfen. Wir waren barfuß, für Schuhe gab es kein Geld. Wir haben Gemüsekisten auf dem Karren geschoben. Heute fährt er seinen eigenen Lastwagen. Als selbstständiger Spediteur ist er ständig unterwegs, beliefert Supermärkte und Großunternehmen in ganz Israel. Als Kind hat er hier gearbeitet, auf dem Markt von Akko, seiner Heimatstadt im Norden des Landes. Die Händler sind Araber und viele ihrer Kunden Juden. Damals wie heute. Und völlig selbstverständlich. Der blutige Nahostkonflikt mit seinen grausamen Bildern scheint hier weit entfernt zu sein. Erstaunlich, denn früher war gerade Akko Schauplatz so vieler Kriege. Griechen, Araber, Kreuzfahrer und Napoleon, sie alle wollten die Stadt erobern. 1917 kamen die Briten. Sie herrschten nun über Akko und ganz Palästina, über Araber und Juden. Und beiden stellten sie einen eigenen Staat in Aussicht, in ferner Zukunft. Abu Issam wuchs in der Altstadt von Akko auf, ganz in der Nähe des Marktes. In diesem Haus hatte die gesamte Großfamilie. Vater Ali ernährte die Familie durch den Verleih ihrer Esel. Mutter Nafisa kümmerte sich um die 9 Kinder. Die Schule war zu teuer und so verbrachten die Geschwister die meiste Zeit draußen. Hier lernten sie das Leben kennen und die Nachbarskinder. Gemeinsam erkundeten sie die Welt. Als Kinder haben wir immer zusammengespielt, die jüdischen und arabischen Kinder. Wir haben Süßigkeiten gekauft, uns überall getroffen, beim Laden, in der Gasse. Wir haben sie jüdische Araber genannt. Sie waren die Söhne unseres Landes. Drei Kilometer sind es von Akko zum Kibbutz Ein Hamifratz. Dort arbeitete Abu Issams 6 Jahre älterer Bruder Mohammed. Er war mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Er hat dort gearbeitet, hat dort seinen Lohn bekommen. Er hat viel Geld verdient, hat auf dem Schlachthof gearbeitet, mit den Kühen. Abu Issams Bruder trifft auf Menschen mit neuen Ideen und einer Vision. Sozialistische jüdische Gemeinschaft, Solidarität, friedliche Nachbarschaft. Es sind Juden aus Polen, die vor dem Antisemitismus ihrer alten Heimat geflohen sind. Hier haben sie das Sumpfland für den Neuanfang den Briten abgekauft. So wie sie legen überall jüdische Pioniere Sümpfe trocken und machen die Wüste fruchtbar. Darauf ist Israel noch heute stolz. Zur selben Zeit, als Abu Issams Bruder Mohammed hier arbeitete, kam auch er,
Shimon Banai. Bevor aus ihm ein Kibbutznik wurde, hieß er Simon Baumann. Und unsere Suche nach den Anfängen der Geschichte könnte auch mit ihm beginnen, dem Palästina das Leben rettete. Das Berliner Stadtkind wird hier zum kräftigen Feldarbeiter. Und er genießt es. Er findet schnell Freunde, auch arabische. Ich hatte damals bei der Schafherde gearbeitet. Dann sind wir mit der Herde immer rausgegangen. Und da haben wir uns viel mit Arabern getroffen. Und von denen habe ich auch Arabisch gelernt. Meistens von denen. Und wir waren sehr gute Freunde gewesen. Ein Jahr zuvor ist er noch der schüchterne Junge aus dem Berliner Scheunenviertel. Die Eltern waren vor der Judenverfolgung in Polen geflohen. Vergeblich. 1938 wird ihr Geschäft in Berlin zerstört. Sie wollen ihren Sohn vor den Nazis retten. Mit dem letzten Kindertransport schicken sie ihn 1939 nach Palästina. Da ist er 14 Jahre alt. Dass er seine Eltern nie mehr wiedersehen wird, ahnt er nicht. Für ihn ist die Fahrt wie ein großes Abenteuer. Wie ich so das den Land gesehen habe vom Schiff, das war der Traum, ja, von dem. Und meine Schwester war im Hafen, hat auf mich gewartet. Die kam schon 3 Jahre vorher nach Palästina damals, ja. Und das Gefühl war, dass der Traum, ja. Wie Shimon flüchten 200.000 europäische Juden nach Palästina. Ihre einzige Rettung. Denn fast alle Grenzen sind dicht. Und so verdreifacht sich bis 1939 die jüdische Bevölkerung im Land. Shimon kommt zunächst nach Tel Aviv. Eine moderne Stadt, die ihn ein wenig an Berlin erinnert. 1909 gegründet. Ein Stück Europa im Nahen Osten. Verwaltet von der britischen Mandatsmacht, wie ganz Palästina. Beide, Juden und Araber, sind staatenlos. Und beiden ist Jerusalem heilig, den Juden historische Heimat für alle Ewigkeit. Die Mehrheit Palästinas ist arabisch, doch egal wie lang die Vertreibung der Juden durch die Römer zurückliegt, ihre Sehnsucht nach Zion bleibt. Und so kam vor 300 Jahren auch die Familie von Dani Angel zurück nach Jerusalem. Er wird in einer liberalen, weltoffenen Familie groß, spricht zu Hause Hebräisch, Französisch, Ladino und Arabisch. Viele junge Araber kamen in den jüdischen Teil der Stadt, in die Cafés, die Tanzclubs und Kinos. Er betreibt eine der größten Bäckereien Israels. Aber es ist nicht einfach eine Fabrik, es ist sein Zuhause. Gerade weil hier Juden und Araber Seite an Seite arbeiten. Die Geschichte Israels ist eben auch die Geschichte des erfolgreichen Unternehmers Dani Angel, der hier den Traum seiner Eltern verwirklichte. Sie glaubten an einen friedlichen Orient ohne Hass und ohne Grenzen. 1926 gründeten die Eltern Esther und Shlomo eine Kleinbäckerei mit 25 Arbeitern, Juden und Arabern. Doch schon als Kind lernt Dani, dass dieses Miteinander keine Selbstverständlichkeit ist. Als arabische Extremisten 1929 das jüdische Viertel von Hebron angreifen, werden 67 Menschen ermordet. Darunter auch die ganze Familie seines Onkels. Da ist Dani 10 Jahre alt. Das war eine Katastrophe. Eine völlig unmenschliche Tat. Die Menschen wurden niedergemetzelt, umgebracht und verbrannt. Verantwortlich für das Massaker, der Mufti von Jerusalem, Hajj Amin el-Husseini. Ihn haben die Briten als obersten Geistlichen eingesetzt, als Repräsentanten der arabischen Bevölkerung, der für Recht und Ordnung sorgen soll. Doch Hebron ist nur der Auftakt. Je mehr Juden Zuflucht in Palästina suchen, umso stärker sieht Husseini die arabischen Interessen bedroht. 1936 wird er auch zum offiziellen politischen Führer. Ab jetzt gehören blutige Ausschreitungen zum Alltag. Vor allem in Jerusalem. Nach Ausbruch der arabischen Revolte trennten sich Araber und Juden. Man kann ja nicht ineinander verliebt sein, wenn man Krieg führt. Seit 1920 hatten sich die Juden bewaffnet. Nun wird aus der illegalen Untergrundmiliz Haganah eine trainierte Kampftruppe mit Duldung der Briten. Dani, der Bäckersohn, ist jetzt 17 Jahre und fast ein Veteran.
Mit 13 schon hatte er sich der Miliz angeschlossen. Damals war die Haganah verboten, die Briten waren die Gegner. 7 Jahre später, 1939, wird Dani offizieller britischer Soldat. Denn der Zweite Weltkrieg beginnt. Und so wie Dani melden sich 30.000 Juden freiwillig bei der britischen Armee. Der gemeinsame Feind heißt jetzt Adolf Hitler. Dani ist den Briten willkommen. Er spricht fließend Arabisch und arbeitet beim Militär als Dolmetscher. Zunächst wird er in Nordafrika eingesetzt, wo die deutschen Truppen bereits aufmarschiert sind. Die Anhänger des Mufti hingegen setzen auf den Judenfeind Hitler, der den arabischen Führer mit allen Ehren 1941 empfängt. Der Führer empfängt den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland. Im selben Jahr 1941 meldet sich auch der damals 16-jährige Shimon Banai zur britischen Armee. Das ist nicht eine Sache von Rache, aber irgendein Gefühl zu zeigen, dass ein Jude kann sich auch wehren. Nur zu zeigen, dass wir auch kämpfen können. Und wir haben gekämpft. So wie Shimon Banai denken viele Juden. So viele, dass die Briten eine eigene Einheit aufstellen. Die jüdische Brigade hat 5000 Soldaten. Shimons Einheit kämpft in Europa. In Italien, Belgien und Holland. Dann ist der Krieg aus und Shimons Suche nach den Eltern beginnt. Doch alles, was er in Berlin noch findet, ist ein Leuchter, den die Eltern für ihn zurückgelassen haben. Erst jetzt erkennt er, dass sie ihm das Leben retteten, als sie ihn nach Palästina schickten. Von ihnen gibt es keine Spur. Langsam begreift er, dass ganz Europa ein jüdischer Friedhof ist. Er begegnet Überlebenden der Lager, ausgemergelten Gestalten, mehr tot als lebendig. 60.000 Menschen befreit die britische Armee im KZ Bergen-Belsen, doch 13.000 von ihnen überleben nicht einmal die ersten Wochen. Überall ist es das gleiche Bild, entkräftet und entwurzelt. Befreit, aber nicht frei. Wohin sollen sie gehen? Nur gut einen Kilometer von den Leichenbergen entfernt richten die Briten ein DP-Camp ein, ein Auffanglager für Displaced Persons, heimatlose Juden aus Europa. Neuanfang in Bergen-Belsen, ausgerechnet, auch für Esther Eisen. Sie stammt aus Polen, hat als einzige ihrer Familie Auschwitz überlebt. Jetzt ist sie 16 und erinnert sich langsam daran, was es heißt, ohne Angst zu leben. Heute verarbeitet sie in ihrer Kunst die Schreckenserlebnisse ihrer Jugend. Wer die Geschichte Israels verstehen möchte, der sollte auch Menschen wie Esther Eisen zuhören. Ihren Erinnerungen, ihrer Sehnsucht nach einer jüdischen Heimat, ihrer Hoffnung auf die Zukunft. Ich war jung und ich hatte genügend Kraft, um mein Leben zu kämpfen. Ich sagte mir selbst, ich bin die Letzte von meiner Familie, die einzige Überlebende. Ich spürte, dass es meine Aufgabe war, weiterzumachen. Ich hatte keine andere Wahl. Es war reiner Überlebensinstinkt. Ich konnte gar nicht anders. Ich musste weiterleben. Aber wo? Europa, das weiß sie, wird ihr nie mehr Heimat sein können. Nur in einem jüdischen Staat traut sie sich den Neuanfang zu. Doch die Warteliste ist lang. Wie sie fordern 300.000 Juden in Deutschland ihre Ausreise nach Palästina, demonstrieren in den DP-Lagern. Und auch die Juden in Tel Aviv gehen auf die Straße, fordern die uneingeschränkte Einwanderung für die Überlebenden des Völkermords. Doch die Briten haben die Tore seit 1939 fest verschlossen. Der gemeinsame Feind Hitler ist besiegt. Die Juden sind die Verbündeten von gestern. Jetzt geht es um die Wahrung künftiger politischer Interessen. Dafür brauchen die Briten die arabischen Staaten. Und so machen sie ihre Zusicherung, den Juden hier eine Heimstätte zu errichten, rückgängig. Die Juden sind schockiert. Gewalt, lautet die Antwort der extremistischen Untergrundbewegung Irgun.
Im Juli 1946 sprengen sie das Jerusalemer King David Hotel, Hauptquartier der britischen Armee. 91 Tote. Die Antwort der Briten? Die Extremisten der Irgun werden im historischen Gefängnis von Akko eingesperrt, gefoltert, einige sogar hingerichtet. Die gemäßigtere Untergrundbewegung Haganah lehnt den Terror ab. Sie will möglichst unauffällig Fakten schaffen. Illegal schleust sie Juden aus Europa ein. Viele der Versuche aber scheitern. Im Juli 1947 kapern Briten das Schiff, das als Exodus in die Geschichte eingehen wird. 4.500 Passagiere werden zurückgeschickt ins Land der Täter, nach Deutschland. Auch sie hätte auf die Exodus kommen sollen, Esther Eisen. Nur durch Zufall blieb sie im DP-Camp Bergen-Belsen und ausgerechnet hier begegnet ihr die Liebe. Sie ist 16, Jakob 24. Für beide ist ihre Liebe das Wunder, das sie wieder an eine Zukunft glauben lässt, gemeinsam in Israel. Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Kurz darauf haben wir in Bergen-Belsen geheiratet. Genau einen Tag, bevor die UNO im November 1947 über die Teilung Palästinas abgestimmt hat. Afghanistan? No. Argentina? Afghanistan? Nein. Argentinien? Enthaltung. Australien? Ja. Ebenso die USA und die Sowjetunion. Großbritannien enthält sich. Am 29. November 1947 entscheidet die UNO über die Teilung Palästinas. 3 Minuten dauert die Abstimmung. 3 Minuten, die die Welt verändern. 33 Stimmen dafür, 13 dagegen, 10 Enthaltungen. Der Traum der Juden ist in Erfüllung gegangen. Sie bekommen einen Teil Palästinas. Hier wird ihr Staat entstehen. Sie jubeln in Tel Aviv, doch nicht nur dort. Die ganze Nacht haben wir Horror getanzt. Die Jungen und die Alten. Alle sind auf den Hauptplatz von Bergen-Belsen gerannt. Man kann es gar nicht beschreiben. Es war eine merkwürdige Zeit. Zum einen waren wir alle noch in Trauer um die, die wir verloren hatten. Unsere Welt war zusammengebrochen. Und dann dieser Tag, diese Euphorie und große Freude, dass es doch noch eine Zukunft für uns gibt, dass wir nicht umsonst gelitten haben. Wir haben zu Hause kein Radio gehabt, aber mein Bruder, der im Kibbutz arbeitete, hat uns von der Teilung erzählt. Die meisten Araber waren dagegen. Es gab wenige, die das gut fanden. Darunter waren auch wir. Wir dachten, wir könnten uns dann selbst regieren. Vorher haben ja die Engländer regiert. Und Teilung hätte bedeutet, die Juden regieren einen Teil wie einen anderen und am Ende hätten wir zusammenleben können. Doch der Teilungsplan hat aus Palästina einen Flickenteppich gemacht. Für beide Seiten fällt er ungünstig aus. Die Araber lehnen den Plan ab. Die Juden nehmen ihn an. Nach dem Holocaust wollen sie ihren Staat, egal zu welchen Bedingungen. Der UNO-Beschluss vom November 1947 war in vielerlei Hinsicht problematisch. Das größte Problem war, dass der Beschluss keine Regelung enthielt, wie die Teilung umgesetzt werden sollte. Anders gesagt, wenn man einen jüdischen Staat errichtet, der Gefahr läuft, von den arabischen Nachbarn und von den Palästinensern im eigenen Land angegriffen zu werden, dann sollte man einen Plan haben, wie dieser Staat dennoch überleben kann. Aber weder die Amerikaner noch die Russen wollten etwas tun. Sie hatten im Zweiten Weltkrieg so viele Verluste hinnehmen müssen, dass sie jetzt ihre Soldaten nicht auch noch nach Palästina schicken wollten, um gegen die Araber zu kämpfen. Wie erwartet, ist die arabische Welt empört. Für sie ist ganz Palästina arabisch. Einen jüdischen Staat wollen sie mit allen Mitteln verhindern. Über 200 Juden werden in 2 Monaten getötet. Und wieder ist der Nazi-Kollaborateur Haj Amin el-Husseini, der Mufti von Jerusalem, einer der Drahtzieher der Gewalt. Unterstützung erhält er von irakischen und syrischen Freischärlern. Allah.
Viele Palästinenser, vor allem die, die der Mittel- und Oberschicht angehörten, mochten die Husseini-Herrschaft nicht. Sie war fanatisch und dumm. Sie wollten nicht unter der Führung und mit den Soldaten Husseinis kämpfen. Der Mufti schaltet alle aus, die gegen seine Politik der Gewalt sind. Im Winter 1947 belagern arabische Milizen den jüdischen Teil der Altstadt Jerusalems. Die Bevölkerung ist von der Außenwelt abgeschnitten. Hunger und Kälte setzen den Menschen zu. Die Lage scheint aussichtslos. Auf Umwegen werden die Eingeschlossenen mit Nahrungsmitteln versorgt. Auch die Bäckerei Angel liefert. Aber nicht nur Brot. Wir haben in einigen unserer Brotsäcke Gewehre versteckt. Ich hatte einen britischen Bekannten, der hat ein Auge zugedrückt. Uns war es wichtig, die Bevölkerung mit Brot zu versorgen, aber wir nutzten einfach die Gelegenheit, ihnen mit den Gewehren ein wenig zu helfen. Doch die Selbstverteidigung der Juden erweist sich als wenig wirksam, während sich die arabischen Angriffe verstärken. Im April und Anfang Mai 1948 sah es so aus, dass die Juden den Krieg verlieren. Sie wussten, dass die arabischen Staaten vorhatten, ihre Streitkräfte nach Palästina zu schicken, um den Palästinensern zu helfen, die Juden zu besiegen. Deshalb mussten die Juden die Kontrolle über das Landesinnere gewinnen, bevor die arabischen Truppen einmarschierten. Denn wenn die Juden an der Front gegen die arabischen Streitkräfte hätten kämpfen müssen und gleichzeitig von hinten von den arabischen Milizen angegriffen worden wären, dann hätten sie den Krieg bestimmt nicht gewinnen können. 400 arabische Dörfer werden die Juden in diesem Krieg zerstören. Zum Beispiel Lifta in der Nähe Jerusalems. Die Überreste dieses Ortes mahnen bis heute an das Schicksal der palästinensischen Bevölkerung. Vom arabischen Dorf Dir Yassin ist heute fast nichts mehr zu sehen. Es ist Teil des modernen Industriegebiets am Rande Jerusalems. Auch Danis Bäckerei steht heute hier. Das hat mir nicht gefallen, was in Dir Yassin passiert ist. Für mich und für viele andere Juden war das ein großer Schock. Das ist doch nicht der Weg. An Dir Yassin erinnert nur noch ein Friedhof, kaum zu erkennen zwischen Schutt und Abfall. Dabei steht Dir Yassin für das Trauma der Nakba, der Katastrophe, seit jüdische Milizen der Irgun das Dorf überfielen, am 8. April 1948. Eine Stunde bevor die Schlacht begann, habe ich mit meinen Leuten Wache geschoben. Dort, wo sich dieses Haus befindet. Etwa um 2:30 nachts bin ich nach Hause gegangen, um Tee für meine Leute zu kochen. Während ich zu Hause war und Tee kochte, habe ich gar nicht bemerkt, dass die jüdischen Kämpfer das ganze Dorf umringt haben und in das Dorf eingedrungen sind. Der damals 20-jährige Abu Mahmoud will sein Dorf verteidigen gegen die anstürmenden Kämpfer der Irgun, einer extremistischen und zu allem entschlossenen jüdischen Untergrundarmee. Die behaupten, irakische Freischärler hätten sich in Dir Yassin verschanzt. Abu Mahmoud und seine Leute liefern sich mit den Juden ein blutiges Gefecht. Meine Familie, die Familie Ackel, bestand aus 28 Personen. Sie alle wurden vor dem Haus abgeschlachtet wie Schafe. Abu Mahmouds Mutter wird in ihrem Haus festgenommen. Einige Tage später wird sie befreit und folgt ihrem Sohn in ein nahegelegenes Dorf, in das er geflohen war. In das Haus seiner Familie konnte er nicht mehr zurückkehren.
Bis heute nicht. Ben-Gurion ist entsetzt. Öffentlich entschuldigt er sich für das eigenmächtige Vorgehen der Irgun und verstärkt den Kampf gegen die Extremisten in den eigenen Reihen. Dir Yassin, das Symbol für jüdische Gewalt. Aber der Name markiert auch den Beginn der Propagandaschlacht. Die Behauptungen, die damals in die Welt gesetzt wurden, wie etwa Frauen, die vergewaltigt wurden, das war unwahr. Alles, was über die Opfer geschrieben wurde, war unwahr. Der Yassin hat 93 Märtyrer verloren. 93 Tote, sagen die Zeitzeugen, nicht 200. Aber niemand wollte die Wahrheit wissen. Erst 1998 enthüllt ein damals beteiligter palästinensischer Journalist in einer BBC-Dokumentation, warum und wie die Zahlen manipuliert wurden. Ich fragte den palästinensischen Anführer Dr. Khalidi, wie wir über die Geschichte in Deir Yassin berichten sollten. Er sagte, wir müssten es so hoch hängen wie nur möglich. Er schrieb eine Presseerklärung, in der er behauptete, dass in Deir Yassin Kinder umgebracht, schwangere Frauen vergewaltigt und alle möglichen anderen Gräueltaten begangen wurden. Die Propaganda wirkte. Drei Tage später verüben Araber einen Anschlag auf einen jüdischen Konvoi. Die Opfer? Ärzte, Krankenschwestern, Studenten. 77 Tote. Aber auch die Juden profitieren, halten bewusst an den übertriebenen Darstellungen der Gewalt in Deir Yassin fest. Die dadurch ausgelöste Massenflucht der Araber kommt ihnen gelegen. Als mein Bruder von Deir Yassin gehört hat, entschied er, dass wir fliehen müssten. Meine Brüder hatten gerade geheiratet, hatten Kinder. Sie hatten Angst vor dem Tod, hatten Angst, dass sie als nächstes an die Reihe kommen. Die Familie flieht nach Sidon, einer Küstenstadt im Süden Libanons, nicht weit von Akku, wo sie den Vater zurücklassen. Er soll das Haus bewachen. Abends werden die Flüchtlinge in eine Moschee gepfercht. Vorübergehend, wie alle glauben. Auch Saada Suleiman flieht in den Libanon, kommt in einem Lager unter und hofft, bald zurückzukehren nach Hawassa in ihr Dorf in der Nähe von Haifa, im Norden Palästinas. 26 ist sie bei der Flucht mit ihren beiden Kindern. Schicksale wie das von Saada Suleiman wurden in Israel lange verdrängt. Doch auch ihre Geschichte ist Teil der Wahrheit um die Staatsgründung. Sie lebte oben auf dem Berg in Hawassa. Unten im Tal hütete sie Schafe und Ziegen. Den Käse verkaufte sie an die jüdischen Nachbarn. Heute ist von Hawassa nichts mehr zu sehen. Der Name von der Landkarte getilgt. Der Dorfvorsteher, zu dem man ging, um sein Anliegen vorzutragen, verkündete vom Minarett der Moschee aus, dass wir den Ort verlassen sollten. Was sollten wir tun? Wir mussten gehen. Sie sagten, wir sollten für 7 Tage weggehen und dann werden wir zurückkehren können. Wie haben sie uns betrogen? Damals vertraute sie auf Gott und den Dorfvorsteher. Die arabischen Milizen würden die Juden besiegen. Bald. Doch aus den versprochenen 7 Tagen sind nun schon 60 Jahre geworden. Saada teilte ihr Schicksal damals mit 750.000 Palästinensern. Waren sie Flüchtlinge oder Vertriebene? Bis heute scheiden sich daran die Geister. I would say that most of the people who fled their homes. Ich würde sagen, dass die meisten Menschen aus Angst vor den Kriegsfolgen geflohen sind. Sie hatten befürchtet, dass sich die Kämpfe bis in ihre Dörfer ausweiten. Außerdem wollten sie später nicht unter jüdischer Herrschaft leben. A rule which they did not want, and so on.
Ich denke, dass es deutlich weniger Fälle von Vertreibung im eigentlichen Sinne gab, also Fälle, in denen Araber in ihren Häusern blieben und von jüdischen Soldaten aufgefordert wurden, ihr Dorf innerhalb der nächsten 24 Stunden zu verlassen. Davon waren etwa 100.000 Menschen betroffen oder weniger. Und nur eine kleine Minderheit ist geflohen, weil es die arabischen Befehlshaber angeordnet haben. Direct orders from Arab commanders or officials. Gespannt verfolgen die Flüchtlinge den Abzug der Briten im Mai 1948 aus Palästina. Die arabischen Nachbarn drohen mit Krieg. 400.000 arabische Soldaten stehen 30.000 schlecht ausgerüsteten Kämpfern der Haganah gegenüber. Ohne Schutz der Briten, ohne Unterstützung der Welt. Das drohende Ende eines Staates, den es noch gar nicht gab. Das war ein sehr, sehr schweres Gefühl, weil immerhin Israel hatte damals keine Armee gehabt. Es war damals nur die Haganah und wir wussten, dass immerhin diese Armeen von Ägypten, und das waren schon moderne Armeen mit Flugzeugen, mit Kanonen, mit Tank und solche Sachen, ja. Und es war keine Panik, aber man wusste, dass es eine schwere Leistung ist, das zu kämpfen. 14. Mai 1948. Das Ende der 30-jährigen britischen Mandatszeit wirkt wie eine Flucht. Der letzte Gouverneur verlässt das sinkende Schiff. Nicht nur die Briten ahnen, was dem Land bevorsteht. Die ägyptische Armee wartet da bereits auf den Befehl zum Überfall auf den neuen Staat der Juden. Der ist aber noch gar nicht ausgerufen. Das Volkskomitee tagt in geheimer Sitzung stundenlang in Tel Aviv. David Ben-Gurion weiß, dass alles dagegen spricht, militärisch und politisch. Selbst die USA raten dringend ab. Doch Ben-Gurion will den Staat, jetzt oder nie. Als er sich nachmittags einen Weg durch die Menge bahnt, hat sich das Ergebnis bereits wie ein Lauffeuer verbreitet. 6-4 stimmte das Komitee ab. Das Ja für Israel. Wir haben uns heute, am letzten Tage des britischen Mandats über Palästina, hier eingefunden und verkünden hiermit die Errichtung eines jüdischen Staates im Lande Israel, des Staates Israel. An die Araber appelliert er, wir reichen euch die Hand zum Frieden. Zum ersten Mal ertönt die Hatikva als Nationalhymne. Hatikva, die Hoffnung. Die Hoffnung, ein freies Volk zu sein in unserem Land, im Land von Zion, heißt es im Text. Ben-Gurion schreibt in sein Tagebuch, überall im Land unermessliche Freude und Jubel. Und wieder einmal fühle ich mich wie ein Trauernder unter lauter frohgestimmten Menschen. Genau wie am 29. November. Schon in derselben Nacht bombardiert die ägyptische Luftwaffe Tel Aviv. Auch Jordanien, Syrien, Irak und Libanon greifen an. Wir hatten ein Gefühl gehabt, wenn wir nicht gewinnen, dann sind wir in Meer. Dann, man muss gewinnen. Ja? Der Hafen von Haifa. Hier treffen Esther Eisen und ihr Mann Jakob am nächsten Morgen ein. Voll der Hoffnung auf ihr neues Leben in Israel und eine friedliche Zukunft. Sie wollen endlich zur Ruhe kommen. Aber der 15. Mai ist der erste Kriegstag in der neuen Heimat. Ein Samstag, Schabbat. Ich war sehr aufgeregt und hatte große Erwartungen. Aber ich wusste ja, dass der Krieg ausgebrochen ist. Ich hatte große Angst, was jetzt noch kommt, nach all dem, was ich schon durchgemacht hatte. Thank you.
Die Neueinwanderer werden zunächst in Zelten untergebracht, bis auch Esther und Jakob eine Wohnung zugewiesen bekommen. In Haifa. Doch das Haus ist nicht leer. Nur die Bewohner sind weg. Geflohen? Vertrieben? In dem Haus standen noch Möbel, ein Tisch und Stühle. Und es roch merkwürdig. Es war schlimm für mich, in dieses Haus einzuziehen. Die ganze Straße war leer, wie ausgestorben. Die Wohnung kam mir vor wie ein totes, ausgestopftes Tier. Ich sollte ein neues Leben aufbauen, auf der Grundlage eines zerstörten Lebens anderer Menschen. Krieg an allen Fronten. Der gefährlichste Gegner ist Jordanien mit einer schlagkräftigen Armee. Das Hauptziel ihrer Invasion war es, ein großes Stück von Palästina zu erobern. Das Stück Land also, das die UNO für die Palästinenser vorgesehen hat. Ostjerusalem und die heiligen Städten haben sie ebenfalls erobert, als eine Art Kronjuwel. Während sich die neuen Herrscher einrichten und die Palästinenser nun unter jordanischer Besatzung leben müssen, geht der Krieg im Süden weiter. Ägypten ist in die Negev-Wüste eingedrungen. Erbittert leistet Israel Widerstand. Auch Jakob kämpft hier, Esther Eisens Mann. Er hatte sich als Freiwilliger zur Armee gemeldet. Jakob will seine neu gewonnene Freiheit verteidigen. Als er im Dezember für einen Tag nach Haifa zu seiner Frau darf, um seinen 28. Geburtstag zu feiern, wartet Esther vergebens. Eine Rakete der ägyptischen Luftwaffe hat ihn tödlich getroffen. Ich konnte es nicht verstehen, aber es war wahr. Wieder war ich allein. Nach all dem, was ich aufgebaut hatte, nach all dem, was ich dachte, erreicht zu haben, hier in Israel. Israel gewinnt den ersten Krieg seiner jungen Geschichte. Wochen nach Jakobs Tod beginnen die ersten Waffenstillstandsverhandlungen. Die Verlierer des Krieges: 750.000 palästinensische Flüchtlinge. Sie finden Unterschlupf bei den arabischen Nachbarn, notdürftig versorgt in Lagern. Die arabischen Staaten wollten diese Bevölkerung nicht integrieren. Sie wollten, dass die palästinensischen Flüchtlinge nach Israel zurückkehren. Auch deshalb, weil sie wussten, dass dies den Staat Israel zerstören würde. Die Flüchtlinge. Ein Faustpfand gegen Israel. Bis heute. Am verheerendsten ist ihre Lage im Libanon. Sie sind staatenlos. Viele Berufe bleiben ihnen verwehrt. Sie dürfen keinen Grund und Boden kaufen, sind ausgegrenzt. Die Flüchtlinge von damals genauso wie ihre Nachkommen. Saada floh damals mit zwei Kindern in den Libanon. Heute zählt die Familie 15 Mitglieder, untergebracht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir haben noch immer die Hoffnung auf Gott. Ich weiß es nicht. Guck dir mal die arabischen Herrscher an. Jeder hat seine Frau auf seinen Schoß genommen und hat ein schönes Leben gehabt. Und wir? Wir sind durch das Land gezogen, haben gebettelt, lebten wie die Zigeuner, barfuß, ohne Kleider. Das hat die gar nicht gejuckt. Sie haben ein schönes Leben gehabt. Gott weiß, was passiert. Saada und ihre Familie sitzen fest. Die Rückkehr in allen Friedensverhandlungen. Immer wieder. Israel hat es abgelehnt, die Flüchtlinge aufzunehmen. Die Flüchtlinge gehörten dem palästinensischen Volk an, dem Volk also, das die Juden angegriffen hatte und das die Entstehung eines jüdischen Staates verhindern wollte. Hätte Israel die Flüchtlinge zurückkehren lassen, hätten sie eine fünfte Kolonne dargestellt. Das ist der israelische Standpunkt bis heute. Israel ist gegen die Rückkehr der Flüchtlinge, weil es einen jüdischen Staat in einen arabischen verwandeln würde und das Land destabilisieren würde, weil die Flüchtlinge nicht unter jüdischer Herrschaft leben möchten. Als Israel die Aufnahme von 100.000 palästinensischen Flüchtlingen als Kompromiss vorschlägt,
beharren die arabischen Staaten auf der Rückkehr aller Flüchtlinge. Abu Issam hat Glück. Die UNO ermöglicht zumindest die Rückkehr von Flüchtlingen mit Familien in Israel. Und so darf er zurück nach Akko, zurück zum Vater. Gemeinsam mit den Rückkehrern wird Abu Issam Israeli, einer von 160.000. Es war für uns nicht so schwer, dass wir jetzt praktisch von Juden regiert wurden. Das war nicht das Problem. Wenn man die Wahl zwischen den Juden oder den Engländern hat, dann ist es doch besser, von den Juden regiert zu werden. Heute lebt Abu Issam mit seiner Familie in Akko. Sie sind israelische Staatsbürger und Araber, wie 20% der Bevölkerung. Abu Issam genießt das Leben in der Großfamilie, ist stolz auf seine Söhne und Töchter. Einer hat es sogar zum stellvertretenden Bürgermeister von Akko gebracht. Nur Mohammed fehlt ihm, sein älterer Bruder. Er musste im Libanon bleiben, weil er mittlerweile selbst schon Frau und Kinder hatte. Israel hatte ihm die Rückkehr verwehrt. Sehen können sich die Brüder nicht, nur telefonieren. Auseinandergerissene arabische Familien. Auch sie sind Teil der Geschichte Israels. Mein Bruder wünscht sich so sehr, in seine Heimat zurückzukommen und hier leben zu können. Ich lebe in meinem Land, in meinem Haus, ich arbeite. Es geht mir gut und ich bekomme meine Rechte. Er bekommt seine Rechte nicht. Gott schütze ihn. Wenn er dort stirbt, wird er in einem fremden Land sterben. Das fremde Land auf der anderen Seite der Grenze. Feindesland. Auch Libanon hat die jüdische Bevölkerung nach 1948 aus dem Land gejagt, so wie viele andere arabische Länder. Die meisten der rund 850.000 jüdischen Flüchtlinge sind heute Israelis. Sie leben alle in einem Land, durchzogen von Zäunen und immer neuen Grenzbefestigungen, die keinen Frieden schaffen. Früher reichte im Kibbutz von Shimon Banai, dem Jungen aus Berlin, ein schlichter Holzturm, um sich vor arabischen Überfällen zu schützen. Heute flüchtet Shimon bei Raketenangriffen aus dem Libanon in einen Bunker aus Beton. Wenn man sich trifft und man sagt zu denen, sagt man nicht guten Abend oder hallo, man sagt Shalom. Und das ist der Frieden. Und das ist der größte Traum, den ich mir vorstellen kann, dass der Tag kommt, das wird der Frieden, dass wir leben können, einer neben den anderen. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist, soll Ben-Gurion gesagt haben. Es gibt Tage, da werden Wunder greifbar. Wenn es zum Beispiel plötzlich schneit, dann haben arabische und jüdische Kinder nur noch einen Wunsch. Eine gemeinsame Schneeballschlacht, wie einst Abu Issam und seine Freunde. Ja.